Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu den Sims 4 an die Arbeit. Das neue Erweiterungspack, was endlich draußen ist und ich bin so unfassbar aufgeregt, dass es endlich hier ist und dass ich es in meinen Händen halte und oh mein Gott. Und ich dachte, wir machen hier jetzt mal im Schnelldurchlauf den Create-a-Sim-Modus, was da alles neu ist und was nicht. Und dann gehen wir ganz, ganz, ganz schnell in die Welt und gucken da, was da alles neu ist. Und nur alles cool. Also einmal haben wir hier was Kurzes. Machen wir das mal ein bisschen so. Okay. Die ist an sich ganz cool. Ist mal was anderes. Gefällt mir gut. Dann, oh. Okay, das ist so eine Frisur. Ich finde persönlich, die haben im Moment alle. Und das, ja. Und das ist dann, gut, das ist normalerweise ein bisschen kleiner. Aber ich finde so, das ist diese typische Frisur im Moment. Die haben ganz, ganz viele Leute. Aber es an sich, ja, finde ich nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall viel draus machen aus den Frisuren. Dann, oh mein Gott. Oh, die ist so süß. Oh, und in anderen Farben ist die auch süß. Oh, die gefällt mir richtig, richtig gut. Die ist cool. Die ist sehr cool. Dann, oh, wow. Oh, guckt euch das mal an hier. Die ganzen Details und alles. Nicht schlecht. Aber die ist richtig süß. Die, oh. Ja, ich finde, die ist so ein bisschen für schickere Anlässe irgendwie, oder? So, weiß ich nicht, vielleicht zur Hochzeit oder sowas. Finde ich, passt die ganz gut. Cool. Dann haben wir hier noch welche. Und zwar einen Zopf. Einen stinknormalen Zopf. Okay. Obwohl ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht liegt das auch an dieser Tuse hier gerade. Die kam übrigens aus dem Würfelding hier raus. Ja. Ja, ist aber ganz gut. Was haben wir denn hier noch Neues? Da. Dann haben wir... Oh, wow! Ihr werdet mir das nicht glauben, aber den... Ich habe meine Haare gerade ganz genauso. Und zwar hundertprozentig genauso. Und immer, wenn ich arbeiten gehe, habe ich die auch so, damit mir die Haare einfach nicht im Gesicht rumhängen. Und weil das einfach super schnell geht. Ja, cool. Illuminati confirmed. Oh, oh. Wow. Ja. Lassen wir das so stehen. Okay, die ist ein bisschen... Na, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Sie ist ein bisschen so, ich bin gerade aufgestanden, aber ich finde es sehr, sehr fluffig. Aber da kann man bestimmt was draus machen. Achso, dann ich will die knuffige Frisur haben, bitte. Wo ist die? Nein, die ist das. Genau, die will ich haben. Welche Haarfarbe steht ihr denn? Ach, das machen wir gleich einfach. Damit muss ich euch nicht nerven. Und yay, eine Mütze. Jetzt können wir richtig gute Hipster kreieren. ja, cool. Aber ist halt mal eine normale Mütze, also mit der man auch ordentlich was anfangen kann. Ich meine, das trägt man ja zum Beispiel nicht in echt. Und deswegen finde ich die Mütze eigentlich echt extrem cool. Ich glaube, das ist ein Beanie oder so. Ich glaube, die heißen Beanies, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann die Accessoires, da haben wir die... Oh, das sind viele Ketten. Gucken wir mal. Ist das ein Elefant? Wie cool. Ich gucke gerade, ob hier vielleicht so andere Tiere rauskommen. Das ist ja manchmal so, aber das bleibt ein Elefant. Ja. Die ist okay. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Die gefällt mir da schon besser. Die finde ich richtig cool. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und die ist auch, ja. Ja, doch, in den anderen Farben finde ich die in Ordnung. So ein bisschen dezenter, nicht so mega gold. Okay, dann gehen wir mal zu den Klamotten. Achso, die hat hier so. oh, hier ist sehr viel Neues. Einmal, ich mach die mal ein bisschen dünner. Was hatten die für ein, als wäre die schwanger. So. Einmal eine stinknormale Jacke.
Die finde ich aber cool. Die sieht gut aus. Passt auch gerade so zu ihr, finde ich. Dann haben wir hier, oh, das ist total schön. Guckt euch das an. Oh, das finde ich gut. Das hätte ich gerne in echt. Dann haben wir hier eine Strickjacke. Die gefällt mir aber auch gut. Das sieht gut aus. Dann... Oh, wie cool ist das denn? Das... Oh, das ist richtig... Oh, und guckt euch das hier hinten an. Das hier. Oh, wie geil. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Oh Gott, Rosa. Ja, so in den dezenteren Farben sieht das schon gut aus. Ja, finde ich auch schön. Dann ein Businesshemd. Ich glaube, so was Ähnliches hatten wir schon. Aber das sieht nochmal ein bisschen anders aus. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Natürlich an die Arbeit. Passt perfekt. Dann haben wir hier Sweatshirt. Oh, der ist auch mega geil. Das sind mal auch so realistische Dinger, finde ich. Dann haben wir hier noch so eine andere Jacke. Ich finde, die erinnert mich ein bisschen an die. Ist auch fast so ähnlich. Nee, an die erinnert die mich so rum. Die ist eigentlich auch fast gleich, aber nochmal ein bisschen anders. Gefällt mir aber auch gut. Auch die Farben. Ich finde hier das Schwarz ziemlich gut. Dass es halt auch so ein bisschen schlicht ist. Das finde ich gut. Dann haben wir hier nichts mehr. Dann... So, ich sollte vielleicht erstmal zu den Beinbekleidungen gehen. Haben wir hier eine Businesshose. Ja, finde ich gut. Dann, ich mache das mal eben weg. Dann haben wir hier eine schöne kurze Hose. Die gefällt mir auch sehr gut. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie etwas, was meine große Schwester tragen würde. Das wäre was ich eher so tragen würde. Ne, ist aber auch cool. Okay, mit den Streifen, na. Aber finde ich gut, ja. Und das, oh, was? Was ist das? Okay, und das ist etwas, was niemand tragen wird. Das ist so eine Rockhose oder sowas, ne? Na gut, das ist jetzt nicht so meins. Muss ich ja gestehen. Dann haben wir... Oh! Das ist ja mal richtig cool. Ich glaube, das sage ich jetzt auch schon zum 22. Mal. Aber nicht schlecht. Oh, das ist auch voll schön. Da hat sich ja mal richtig jemand Mühe gegeben. Ich bin beeindruckt. Ey, das hat sich jetzt schon gelohnt für mich. Okay. Ja, das ist sehr Business, ne? Aber ich finde das hier auch mit diesem Glitzer oder mit dem Strass halt, finde ich auch extrem schön irgendwie. Ich meine, gut, die Farben sind jetzt Geschmackssache. Zum Beispiel hier hätte vielleicht ein weißes Top besser gepasst. Aber an sich ist das nicht schlecht. Oh, und jetzt haben wir hier was ganz Neues. Hä, das sind Overalls, okay. Aber nicht wirklich. Hier ist kein einziger Overall drin. Naja, dann haben wir halt die Schürzen. Ja, ist halt, ich glaube, die gehören zur Bäckerei, oder? Ich glaube, es gab eine Bäckerei. Ich habe mir auch extra nicht so viele Trailer oder so angesehen, damit ich nicht schon zu gespoilert bin. Huch, nee, komm, lassen wir hier was zum Anziehen. Gucken wir die Accessoires. Einmal ein Perlenarmband. Das ist... Ja, ich finde ein bisschen klobig, aber an sich schön. Dann haben wir noch so ein anderes, so ein Metall-Dingsbums. Ist aber auch cool. Und hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr. Dann haben wir hier Leggings. Okay, dann müssen wir das doch mal ausziehen. Oh, ist die dünn. Ja, einfach ganz normale Leggings. Aber sehr quietschig. Also jetzt nicht irgendwie in schwarz oder weiß oder so, sondern halt sehr quietschig. Okay. Oh yeah! Und das Passende, um den Hipster perfekt zu machen. Die typische Leggings, aber die sind super
kuschelig. Also wenn man wirklich so eine hat und dann in dem Norwegen-Stil. Ich finde so zu Weihnachten oder so finde ich das immer total cool. Und oh Gott. Oh, aber Punkte. Punkte sind gut. Herzchen sind nicht so gut, aber Punkte sind gut. Punkte, die Punkte gefallen mir. Ich weiß zwar nicht, zu was das passen könnte. Das sieht ein bisschen aus wie ein Dalmatiner. Aber da wird sich bestimmt irgendetwas finden. Ne? Das kriegen wir schon hin. Und dann ganz normale Kniesocken. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Die finde ich, Kniestrümpfe finde ich mega gut. Gefällt mir richtig gut. Also so richtig gut. Ja, mit ein bisschen Muster hätte ich auch gut gefunden, wenn das nochmal extra wäre. Aber an sich bin ich schon sehr, 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 sehr zufrieden. Dann, oh Gott, was ist das? Wo gehören die denn zu? Könnte ich mir jetzt auch nur unter der Bäckerei oder sowas vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, welche anderen Jobs es noch gibt. Ich weiß Polizei und Wissenschaftler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob noch mehr oder vielleicht doch weniger oder so. Die sind ganz süß. Sie steht hier so nackig rum einfach. Die finde ich, ja, die finde ich gut. Schuhe mit Kai absetzen. Oh Gott, pink. Dann haben wir hier, ja, die sind aber auch in Ordnung. Und Stiefel. Ja, die Stiefel finde ich auch gut. Sind mal auch ein bisschen was anderes. Nicht irgendwie hochhackig oder so, sondern mal anders. Dann haben wir hier unseren... Achso, gibt es hier irgendwas Neues? Oder habe ich irgendwas vergessen oder so? Hier sind nur meine runtergeladenen. Also sowas wie Alien und Nonchalant. Die habe ich selber runtergeladen. Oder Party Animal. Die gehören hier nicht zu. Okay, hier gibt es aber nichts Neues. Gibt es... Hier vielleicht irgendwas? Also hätte ich mir jetzt vorstellen können, irgendwie, dass es so ein Job-Dings gibt oder so, aber sieht nicht so aus, ist aber ja auch überhaupt nicht schlimm. Vielleicht Fimmel, ne? Nein, nein, okay. Gut. Und das gibt es auch nicht mehr. Huch, ist hier vielleicht sowas wie Arbeitskollege oder so? Nö, okay. Gut, dann hätten wir, achso, haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Irgendwie... Genau, die vorgefertigten Looks haben wir uns noch nicht angeguckt. Machen wir mein Alltagskleid. Oh Gott, okay. Hätte ich vielleicht nicht wegmachen sollen. Wo ist das denn jetzt? Da war's. Das mit dem Zeichen finde ich sehr gut. Athletische. Okay. Halt Sport. Und Power Seller. Okay, ja. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Finde ich gut. Das finde ich süß. Aber mit den Schuhen? Stell mal vor, du arbeitest die ganze Zeit mit den Schuhen. Ist ja noch die hier mir. Oh, das sieht auch mega gut aus. Aber in Weiß vielleicht noch. Mo, gefällt mir. Und Boho. Nicht schlecht. Auch mit den... Oh, wie cool. Okay. Ich bin voll hin und weg. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Weil ich bin einfach nur... Ich bin weggeflasht. Okay, kommen wir zu unserem Achso. Die Tattoos. Wo ich gerade das hier sehe. Haben wir Tattoos? Wir haben Tattoos. Warum leuchtet das denn nicht? Wir haben hier... Oh. Was sind das? Okay, sieht ein bisschen aus wie aus Into the Future. Gehört das zu den Aliens? Ich glaube, es gab's doch wieder Aliens, oder? Also zumindest hat das irgendjemand so vermutet, dass es wieder Aliens gibt. Ich weiß nicht, ob das feststeht, dass es Aliens gibt. Aber ich glaube, es gibt Aliens und ich raste gleich aus. Oh mein Gott. Gerade auch das mit diesen verschiedenen Farben. Das ist halt nicht einfach so wie hier zum Beispiel, stumpfgrün, sondern halt... Ach, ihr wisst, was ich meine. Das ist auch ganz cool. Ja, sind halt eher so futuristische Tattoos. Obwohl, das finde ich, das geht auch noch. Das kann man auch so verwenden. Ja, cool. Ich finde auch, warte mal,
Ich finde, die erinnern mich so ein bisschen an Atlantis. Ich glaube, die hieß Kira, oder? Hieß sie Kira? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall halt die aus Atlantis. Die sehen aus. Die haben auch solche Tattoos. Ja. Okay. Ja, finde ich auch gut. Dann, ich glaube, hier haben wir dieselben Tattoos, oder? Kommt das hin? Ja, das sind, was ist das? Warum habe ich das runtergeladen? Na gut. Auf jeden Fall haben wir hier dieselben Tattoos. Dann haben wir hier. Nee, da gucken wir erst nachher hin. Erstmal die Jacken. Die ist cool. Da könnte ich mir einiges drunter vorstellen, dass ich die auch benutzen werde. Dann haben wir hier ein rosa T-Shirt. Ja, und die Krabbe ist cool. Dann ein. Der gehört da bestimmt nicht zu. Das sind noch die aus dem Feiertagsupdate. Ich mache so wenig Männer, deswegen ist es da auch noch. Okay. Dann haben wir mit Knöpfen. Ist das denn auch? Ja, das ist. Das ist das richtige Pack. Ja, halt Businessman. Gerade das hier, das finde ich gut. Ich finde das hier nämlich so ein bisschen komisch mit dem Muster hier. Deswegen gefällt mir das besser. Dann haben wir Sweatshirts. Das ist auch nicht schlecht. Anzugjacken. Ja. Ne. Ist halt Anzug. Obwohl, da finde ich das mit den hochgekrempelten Sachen hoch. Ich finde auch so coolere Anzüge besser, wenn man dann so eine schicke Jeans und schicke Schuhe dazu hat, als zum Beispiel sowas, was so zugeknöpft und dann hier mit diesem Taschentuch oder was das da ist. Da finde ich dann sowas hier oder sowas. Gefällt mir persönlich, gefällt das besser. Viel besser. Und warum leuchtet das jetzt noch? Habe ich irgendwas? Oh, hier unten. Und eine Weste. Cool. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Dann haben wir hier erstmal die Beinbekleidung. Bei den Hosen, die ist nicht neu. Haben wir hier eine Jeans. Ja, finde ich das hier ein bisschen komisch. Nein, da finde ich halt so die. Gut, die Jeans sind jetzt eh nicht so richtig gut. Gut, ne? Dann haben wir hier Shorts, die hochgekrempelt sind. Die finde ich gut, die gefallen mir. Dann, oh, wow. Das. ja, was soll man. Ja, nee. Das ist sehr interessant, aber nein. Und eine Dreiviertelhose, gut. Nein. Gefällt mir auch nicht sehr. Dann haben wir hier noch Anzüge. Oh, das sieht ein bisschen aus wie so Sherlock Holmes-mäßig. Okay. Und Schürzen. Und. Oh, hier haben wir mal so ein Overall. Obwohl das sieht aus wie. Ist das ein. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Das sieht dann doch eher aus wie ein Anzug. Aber so in den Blauen sah das eher aus wie so ein Hausmeister-Ding. Aber nee, das ist ja ein Anzug. Upsi! Das kann passieren. Und das wollte ich gar nicht. Gehen wir schnell zu den vorgefertigten Looks und gucken natürlich wieder nach unserem Hotter Hipster. Ich sag doch Hipster! Wow. Aber da fehlt definitiv die Brille, bitte. Wenn dann schon richtig, ja? Ja, das ist halt, das ist dieser Overall-Dingsbum, wo ich echt dachte, das wäre so ein Hausmeister-Ding. Okay. Hochwasserhose. Ja, den Style finde ich aber ganz gut. Und wo ich die Kette gerade sehe, bemerke ich auch, wir waren noch nicht bei dem Kopfding. Minimum Rage. Nein. Okay, dann haben wir hier aber sonst nichts mehr. Ja, wer es mag, ne? Aber ich tue es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also das hatten wir jetzt. Dann machen wir mal bitte das und das erstmal wieder weg. Gehen wir zu den Haaren. Einmal kurze Haare.
Ja, die finde ich ganz süß, denn das sieht so ein bisschen aus, als hätte ihm gerade jemand durchs Haar gewuschelt. Finde ich ziemlich süß. Dann, okay, wo ist hier? Warum nur auf einer Seite? Warum ist, auf, ist das so eine... Was? Macht man das nur auf einer Seite? Das sieht irgendwie komisch aus, als hätte der so eine Narbe oder sowas. Okay. Und ja, die gefällt mir auch ziemlich gut. Auch ein bisschen verwuschelt, aber halt nicht so, ne? Dann haben wir hier, wow, Turmfrisur. Und eine lockige Frisur, die finde ich auch gut. Dann, oh, wie cool. Mit einem Dutt. Aber das steht ihm, finde ich. Und dann, oh, okay. Die finde ich jetzt eher nicht so schön. Passt doch zu... Okay, das funktioniert gar nicht. Schade. Und dann haben wir noch eine Langfrisur. Die sieht ein bisschen... Ach, ich dachte, die... Ja, ein bisschen so wie die. Aber halt ein bisschen unordentlicher. Finde ich, sieht aber auch besser aus mit diesen Strähnen hier. Sieht so ein bisschen aus wie die Frisur von Sarazar. Und, ja, finde ich, gefällt mir gut. Und, okay, dann müssen wir dich mal eben ausziehen, mein Freund. Nein, ich will zu den Kopfaccessoires erstmal. Nein, nein, ich krieg das heute schon wieder nicht hin. Okay, also einmal so eine Alien-Kette, dann sowas. Obwohl, Alien ist auch, ne? Dann so eine Zähne. Sieht das so ein bisschen aus wie so Haizähne. Und so eine Surferkette. Die finde ich in der Tat ganz cool. Obwohl mich das erinnert mich ein bisschen. Kennt ihr Barbie? Diese Barbie-Filme, die ich früher geguckt habe. Also, die es halt früher gab und dann. Wie hieß das? Meridia oder Mermaidia oder sowas? Und wo sie dann zur Meerjungfrau wird und dann hat sie diese Kugeln da einfach und wenn die dann alle weg sind, dann bleibt sie für immer eine Meerjungfrau und darf nie wieder eine Fee sein. Das zerstört mein Bild gerade. Oh, wir waren bei ihr gar nicht bei Make-up, ne? Upsi, gucken wir auch gleich nochmal. Oh wow, aber das ist doch eher so auch wieder eher Alien-Make-up, oder? Wegen diesen Punkten hier, so. Okay, das ist definitiv Alien-Make-up. Und zwar kompletto. Da ist nicht irgendwie ein bisschen Mensch dabei, dazwischen gerutscht. Und, die finde ich aber cool. Vielleicht sollten wir uns das Make-up bei den Frauen ansehen. Das wäre, glaube ich, besser. Dann haben wir Armbänder mit so vielen. Das finde ich immer gut. Das gefällt mir immer sehr. Dann haben wir hier nochmal so Perlen. Ja. Und Handschuhe. Warum haben wir Ladies denn keine Handschuhe? Finde ich aber passt. Also erst dachte ich so gerade, hä, Handschuhe? Aber ich meine, klar, an die Arbeit, dann braucht man auch Handschuhe. Und er ist so sexy. Das glaubt ihr gar nicht. Macht mich richtig an hier. Da wird man ja ganz wuschig bei. Ja, da haben wir Sandalen und so Anzugschuhe, die irgendwie aussehen, als wären die aus Gummi, finde ich. Und nochmal schicke Schuhe. Okay, die sind nicht neu. Aber die sind neu, oder? Ja, die sind neu. Sieht man ja hier. Okay, die Farbe ist, glaube ich, ungünstig gewählt. Ich glaube, die Farbe finde ich am besten. Ja, find ich okay. Find, ja. Ja. Dann haben wir hier Puschen. Und genau die Stiefel, die wir bei den Ladies auch hatten. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Gehen wir nochmal schnell hier rüber und gucken uns hier das Make-up an. Das haben wir total vergessen, beziehungsweise ich habe das vergessen. Ah, hier gibt es dann doch noch ein bisschen anderes Make-up. Natürlich auch sehr stark, aber ich finde, das könnte man auch theoretisch im Alltag noch irgendwie versuchen zu benutzen.
Wohl, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als wäre sie gerade ein Panda. Ja, dann halt das unter den Augen. Das ist dann auch ein bisschen doller. Und hier kommt dann das richtige Alien-Zeug. Also ich glaube zumindest, dass es Aliens gibt. Also weil, wofür wäre das sonst da? So, ja. Und dann der Lippenstift. Ich finde den in der Tat echt cool. Gerade auch so hier Metallic, so. Also nach dem Motto. Also das gefällt mir schon ganz gut. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, mache ich mal unseren Sim fertig. Huch, hier habe ich irgendwas vergessen schon wieder. Habe ich irgendwas vergessen? Was ist denn? Ach, hier oben. Oh. Das finde ich aber... Irgendwie finde ich das ganz cool. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Puppe. Aber warum diese Farben? Das habe ich schon nicht verstanden, als das hier rauskam. Das ist wahrscheinlich wegen den Aliens. Ansonsten sieht das ein bisschen aus wie so Puppen-Make-up. Ah, hier haben wir die normalen Farben. Sehr cool. Ja, das sieht in der Tat aus wie so Puppen-Make-up. Ja, liebe Freunde, ich mache unsere Sims dann mal fertig. Ich muss mal gucken, wie viele ich mache. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich mache sonst erstmal die beiden hier fertig und dann gucke ich mal, sonst cheate ich mir einfach welche dazu. Fürs Erste sind ja nur erstmal die ersten Eindrücke und dann sehen wir uns gleich wieder und bis dann. Tschüss!